Im Sommer sind viele Menschen, die im Freien arbeiten, eher leicht bekleidet. Es ist warm, man schwitzt und vielleicht will der ein oder andere ja auch etwas braun werden. Das Problem mit der Sonne? Die UV-Strahlung. Denn die Dosis, die man bei der Arbeit abbekommt, ist durchaus enorm. Werner Thaner arbeitete als Landwirt jahrzehntelang an der frischen Luft. Von meiner Jugend an habe ich meinem Vater geholfen. Da saß ich viel auf dem Trecker. Kabinen gab es noch nicht, Verdeck hatten wir auch nicht. Man war der Sonne ausgesetzt, nur mit Sonnenschutzcreme behandelt, damit ich keinen Sonnenbrand kriegte. Man hat nie darauf geachtet, dass man die anderen Körperstellen auch abdecken sollte. Käppi und so weiter habe ich nie gehabt und eine Jacke auch nicht. Und der Erfolg ist eingetreten, indem ich jetzt den Hautkrebs habe. Heller Hautkrebs kann seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt werden. Die Versicherungen von Berufskrankheiten übernehmen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Um krankmachende Einflüsse bei der Arbeit zu erforschen, unterhalten sie das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Wie stark sind Beschäftigte bei der Arbeit im Freien UV-Strahlung ausgesetzt? Dieser Frage geht Dr. Marc Wittlich mit seinem Forschungsprojekt Genesis UV nach. Das Ziel von Genesis UV ist die Messung der UV-Bestrahlung von Beschäftigten während ihrer Tätigkeit im Freien. Unser Ziel ist es, eine Tätigkeitsexpositionsmatrix, ein Kataster aufzubauen, das uns sagt, welche Beschäftigung mit welcher UV-Bestrahlung einhergeht. Um die UV-Strahlung während der Arbeitszeit im Freien zu messen, wurde Beschäftigten ein Dosimeter um den Arm gebunden. Außerdem sollte noch Buch über die Tätigkeiten geführt werden. Die Dosimetermessungen zeigen, dass einige Beschäftigte bei ihren Tätigkeiten im Freien schon das Mehrfache einer Sonnenbranddosis am Tag abbekommen können. Und das ist schon eine sehr große Bestrahlung und eine sehr große Belastung für die Haut. Das Projekt zeigt, besonders Bauberufe sind gefährdet, aber auch für andere Outdoor-Jobs kann keine Entwarnung gegeben werden. Prävention ist also wichtig. Christopher Wohland von der BG Bau hat dazu ein paar Tipps. Die wirkliche Musterlösung gibt es nicht. Der Arbeitgeber schaut sich die Arbeitsplätze an, das Arbeitsverfahren und entscheidet dann, wie er seine Beschäftigten am besten schützt. Am einfachsten wäre natürlich, im Schatten zu arbeiten. Das wird nicht immer möglich sein. Arbeitsplätze verschatten, also künstlich Schatten zu schaffen, wäre eine weitere Möglichkeit, die wirklich optimal wäre. Wenn das auch nicht geht, dann kommt man ins Organisatorische, zum Beispiel Arbeitsplätze in Zeiten zu legen, wo die UV-Strahlung nicht ganz so hoch ist, zum Beispiel vormittags oder nachmittags. Landwirt Werner Thaner auf dem Weg zum Hautarzt. Die Diagnose: Thaner leidet an Helmhautkrebs. Professor Sven Malte-John ist einer von Deutschlands führenden Experten im Bereich der berufsbedingten Hauterkrankungen. Er erklärt, was heller Hautkrebs bedeutet. Der helle Hautkrebs ist eben nicht, wie die meisten Menschen denken, wenn sie an Hautkrebs denken, was Schwarzes, sondern ist etwas Hautfarbenes. Deshalb werden viele Menschen auch auf den hellen Hautkrebs gar nicht aufmerksam. Dabei ist es eben der besondere Charme von hellem Hautkrebs, dass man ihn rechtzeitig erkennen kann, wenn man sich nur die Mühe macht, mal auf die Haut drauf zu gucken und ihn dann auch wirklich heilen kann. Die Leistungen für die Behandlung erhält der Versicherte aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Für den Rest meines Lebens muss ich mein Gesicht oder die Arme täglich mit Sonnenschutzcreme, Lichtschutzfaktor 50, behandeln. Des Weiteren wird Solarase angewandt an der Stirn, wo die Stellen ein bisschen aktiv sind. Und die sehr aktiven Krebszellen, die werden mit flüssigem Stickstoff alle 3 bis 4 Wochen abgetötet. Das Thema UV-Schutz ist also insbesondere für alle Menschen, die im Freien arbeiten, wichtig. Mit einfachen Mitteln kann man negative Folgen verhindern. Das heißt, langärmelige Kleidung, die möglichst auch große Körperpartien bedeckt. Hier reicht einfache Baumwollkleidung schon. Sie sehen auch zum Beispiel einen Helm mit Nackenschutz, wie ich den jetzt trage, wäre eine Lösung. Zusätzlich empfiehlt sich noch ein UV-Schutz für die Augen. Sowie als letzte Möglichkeit UV-Schutzcreme, als Ergänzung für die Körperstellen, die man nicht abdecken kann. Mit diesen Tipps und einem Bewusstsein für UV-Schutz kann man auch im Freien beruhigt an die Arbeit gehen.